Moin moin, liebe Leute. Als ich heute Morgen aus dem Bett gefallen bin, habe ich mir gedacht, heute ist Brassentime und am besten Klodeckel-Time. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, heute Abend gehst du mal in den Baggersee und versuchst ein paar schöne Brassen zu fangen. So, und da bin ich jetzt und versuche ein paar schöne Fische an den Haken zu bekommen. Und weil ich beim Angeln nicht nur fangen möchte, sondern am besten auch noch was lernen will, werde ich heute mal zwei unterschiedliche Köderpräsentationen ausprobieren, um die Brassen dann zu überlisten. Und welche Köderpräsentationen das genau sind, die zeige ich euch dann, wenn ich bei mir am Platz bin. Und jetzt kommt mal mit. Brassen sind neugierige Fische, das kennt man vom Karpfenangeln. Wenn man da attraktives Futter an den Platz befördert, dann sind meistens die Brassen schneller da, als einem lieb ist. Deshalb setze ich jetzt auch beim Brassenangeln auf attraktives Futter. Ein großes Bohai muss man da nicht drumherum machen ums Futter, was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ich noch so in meiner Futterkammer habe. Habe jetzt hier zwei Stickmixe, also ein Futter, was eine große Wolkenbildung hat, was beim Karpfenangeln zum Einsatz kommt. Das funktioniert aber auch, kann man auch vom Brassenangeln nehmen. Damit das ein bisschen besser haftet, strecke ich das jetzt einfach mit ganz furznormalem Paniermehl, was man in jedem Supermarkt kaufen kann. Also keine große Hexerei. Weil ich nachher mit Mais angeln werde, kommt natürlich auch ein bisschen Mais. Und da sind jetzt noch ein paar Tigernüsse drunter, die ich vom letzten Karpfenangeln noch habe. Die kommen noch dabei. Und ja, wie gesagt, Brassen sind neugierige Fische. Kann man immer mit Attraktivität und Aroma anlocken. Deshalb werde ich in das Futter auch noch so einen Schuss Aroma hier reingeben. Was man jetzt, wie gesagt, nimmt, ist meiner Erfahrung nach auch egal. Hauptsache es riecht gut, muss immer schön stinken und dann kommen die Brassen auch an Platz. So, das Futter habe ich jetzt angemischt. Das Anmischen an sich ist keine Hexerei, das muss ich glaube ich nicht zeigen. Wer schon mal Stippfutter oder normales Grundfutter angerührt hat, weiß wie es geht. Ich habe alles zusammengekippt, bisschen Wasser drauf, nicht zu viel Wasser, sonst wird es matschig. Und dann gut kneten und dann kommt hier sowas dabei raus. Das lässt sich jetzt ganz gut, ich hole es mal kurz hoch, hier mit dem Groundbaiter anfüttern. Davon werde ich jetzt erstmal den Großteil schon mal reinhauen, damit die Brassen schon angelockt werden. Und in der Zeit mache ich dann die Ruten fertig. Ich habe euch ja gerade eben erzählt, dass ich zwei unterschiedliche Köderpräsentationen fische und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Vorweg zur Montage. Die Montage unterscheidet sich nicht bei den beiden Routen. Also da habe ich beide die gleiche Montage dran, um wenigstens ein halbwegs repräsentatives Ergebnis erzielen zu können. Auch das gleiche Vorfach ist beides ein monophiles 22er Vorfach mit einer Selbsthakenmontage, 40-50 Gramm Blei. Wie gesagt, nur die Köderpräsentation unterscheidet sich. Da habe ich jetzt an der einen Route hier drei normale Maiskörner, Mais ist als guter Brassenköder bekannt. Und an der anderen Route, da habe ich auch drei Köder sozusagen, kann man vielleicht hier sehen, aber zwei sinkende Köder und ein Stück Kork. Und der Kork, der lässt den Köder so ein bisschen über dem Grund schweben und da besagt dann die Theorie, dass das die Brassen aufmerksam macht und dass sie den Köder dann schneller finden. Kennt man vielleicht auch vom Karpfenangeln, viele Brassen werden auch Pop-Ups gefangen und das lässt diese Theorie ja zumindest schon mal als wahrscheinlich erscheinen. Für diesen Auftriebskörper kann man entweder solche Korksticks, die im Fachhandel erhältlich sind, nehmen. Wer lieber bastelt oder es ein bisschen günstiger möchte, kann sich auch aus hier so einem Weinkorken einfach so ein Stück Kork dann zurechtschneiden mit der Schere oder mit dem Messer. Und ja, ich werde jetzt mal die Routen, mal die Montagen gleich mal auswerfen, bin dann gespannt, was geht. Ich würde mal die Prognose wagen, dass die mit dem Auftrieb, dass die Montage mit dem Auftrieb, dass die mehr Fisch bringt. Aber wie heißt es so schön beim Fußball? Ein Spiel hat 90 Minuten. Heute der Angeltag oder die Angelnacht, die ich jetzt noch hier sein werde, hat ein paar mehr Minuten. Aber entscheidend ist ja, was am Ende rauskommt und da bin ich gespannt. Yeah.
Fische habe ich jetzt auch zusammengebaut, die Ruten liegen auch. Und jetzt muss der Fisch da rein und ich hoffe, dass ich in ein paar Stunden den Kescher so richtig versaut habe. Ich hatte jetzt den ersten Biss auf die Rute mit dem Stück Kork. Der Kork ist aber nicht mehr dran, wie man hier sehen kann, es ist nur noch ein Maiskorn dran. Also die Brasse hat mir scheinbar die zwei Köder vom Haken stibitzt. Ich werde jetzt nochmal neu beködern und dann nochmal auswerfen. So, nachdem ich jetzt gerade den ersten Fehlbiss hatte, habe ich jetzt einen Fisch drauf, auch wieder auf den aufgepoppten Mais. Bis jetzt trifft meine Theorie zu, dass hier mehr drauf geht. Wir werden mal sehen. Da vorne ist der Fisch. Jawohl! Da ist der Kescher schon gut voll. Erster Fisch auf den aufgepoppten Mais. Der Köder hängt noch im Maul. Erster Fisch. 1:0 für den aufgepoppten Köder auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was jetzt noch weiter passiert. Wunderbar. Ausgleich. Und ich glaube, der Fisch ist größer als der erste. Also leichter Vorteil jetzt für den sinkenden Mais. Das ist ein echter Klopper. Also 4-5 Pfund hat der mindestens. Also jetzt 1:1 mit auf jeden Fall Vorteil für den sinkenden Mais. Ja, schönen guten Morgen. Es ist jetzt 8 Uhr. Ich muss jetzt meinen Test so langsam beenden, weil ich jetzt gleich wieder in die Redaktion muss. Ich habe zusätzlich zu den zwei Brassen am späten Abend, die ihr gesehen habt, noch zwei weitere Brassen jetzt die Nacht gefangen. Waren jetzt keine Kapitalen, gute Standardgröße würde ich mal sagen, also keine kleinen Fische, keine schlechten Fische. Vom Ergebnis her steht es jetzt 2:2, stehe ich ein bisschen doof da, wie der Ochs vom Berg. Gibt halt keinen eindeutigen Sieger jetzt oder überhaupt keinen Sieger bei den Köderpräsentationen. Bisschen schlecht für den Test war jetzt natürlich auch, dass die Fische alle im Dunkeln gebissen haben. Da ist man mit dieser auftreibenden Präsentation, die ich ja am Anfang favorisiert habe, so ein bisschen im Nachteil, weil die Fische halt im Dunkeln wahrscheinlich ein bisschen schlechter sehen. Oh, ich krieg noch einen Biss. Oh, 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 oh. Da habe ich doch tatsächlich noch einen drauf gekriegt. Auf den sinkenden. Und das passt mir natürlich jetzt gar nicht in den Kram. Ja, auf den letzten Drücker jetzt hier. Oh, das ist keine schlechte. Ja, ich hatte mich schon auf ein Unentschieden eingestellt, aber der Fisch bringt natürlich jetzt den Sieg für die sinkende Köderpräsentation. Aber wie ich gerade eben im Abspann schon gesagt habe, ich habe halt die meisten Fische nachts gefangen und deshalb ist man mit dieser auftreibenden Präsentation dann auch ein bisschen im Nachteil. Ich habe mich getäuscht, 3:2 geht es jetzt aus für die sinkende Präsentation und vielleicht habe ich beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr recht.